Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2. Im letzten Part war ich so blind. Und so vergesslich. Mit dem Altar haben wir schon was gemacht. Ich habe sonst gegen die Schlange nochmal gekämpft, aber naja. Mal sehen, wir gehen zuerst links lang. Mal sehen, wo wir hinkommen werden. Der Götze hat auf dem Altar getanzt und die Tore haben sich geöffnet, weil sie sich bewegt haben in die Mitte. Hier geht's hoch. Ja. Irgendwie erinnert mich den Raum an einen anderen Raum, wo wir Zyklonen benutzen mussten. Weil ganz einfach, wir wussten, wo wir Zyklon machen mussten, aber wir konnten nur zwei getäuschte Gegner. Und Cosmo wollte nicht angreifen. Wow. Okay, dann geh bald rechts lang. Auch fein. Gott, noch mehr Wege. Oh mein Gott, warum so viele Wege, Leute? Wir hatten schon genug viele Wege im letzten Part. Gehen wir halt zuerst unten lang und sehen dann, dass wir wieder zurücklaufen dürfen. Nee, gar nicht wahr. Okay, da wär's eh nicht lang gegangen. Mein Gott, wie schön, dass ich hier lang gegangen bin. Ja, ich bin ein Widerspruch in mich selbst. Ich weiß aber gerade wirklich nicht, warum Cosmo sich immer um 5 KP hält. Wahrscheinlich wegen einem neuen Item. Oh, es ist so gar nicht obvious, was wir hier machen müssen. Warum funktioniert das nicht? Ich habe keine Ahnung. What the fuck? Ah, okay, 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 I got it. Was? Oder bleiben die jetzt permanent? Okay. Ich glaube, die bleiben permanent. Jedenfalls hoffe ich das. Warum greife ich den falschen Gegner an? Wow, und es ist noch nicht mal einer von denen gestorben. Und der liegt jetzt... Oh. Leute, mehr diese komischen aktivierbaren Waffen benutzen. Das wäre sehr nett. Die haben hier nur so viele Wege und lange Wege gebaut und so eigentlich so unnötige Wege. Ja, hinterher... direkt... erster Dingsbums, dann hin... erster Angriff, dann Hinterhalt. Ja. Das war ja irgendwie klar. Warum habe ich mit Felix nicht den Baum angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Okay, weil man ein bisschen leveln kann dadurch. So, ich hoffe mal jetzt einfach, die Dinger sind oben. Geblieben. Wenn ich es kacke. Gott, Felix, dein Leben. Ja, was ist mit meinem Leben? Es ist bei 76. Ja, und? Ja, die bleiben rum, aber da resettet sich einfach mal das, was auf dem Boden liegt. Okay, why not? Why not? Kann ja nur gut gehen. Nice. Okay, das ist sogar der richtige Weg. Nehme ich mal einfach so stark an. Bin gespannt, wo wir rauskommen überhaupt. Ja. Merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wo wir hier irgendwo rauskommen sollten. Ich meine, wir haben nur den... Schon wieder Tore. Mein Gott, wie viele Tore gibt es hier denn noch? Safe State. Was ist auf der anderen Seite? Okay, da können wir runter und weitere Tore machen. Bedeutet, wir gucken erstmal, was hier ist. Ein Weg nach oben. Ey, scheiß auf weitere Tore, habe ich gehört. Ich erkunde erstmal die Wege, die mir offen sind, zuletzt, bevor ich welche öffne. Oh mein Gott, wieso wieder so viel Zyklon? Ich bin für ein Monster hierher gegangen. Okay. Ragnarök, Natterdunst, Lichtplasma, Excelior. Einfach alles raufballern. So, Heiltrank gefunden. Okay, nicht wirklich. Hier geht's noch irgendwo lang. What the fuck? Lass mich raten, wir fallen wieder irgendwo runter. Willst du mir sagen, dass ich gerade den ganzen Weg geschafft habe, ohne einmal getroffen zu... Ja, bin ich. What the hell?
Alter, wie geil ist das denn? Ich bin hier oben gegangen, ne? Alter! Was passiert eigentlich, wenn man jetzt durch die Tür geht? Was ist da bei der Tür? Ich habe keine Ahnung. Alter, ich bin fast den ganzen Weg gegangen ohne... Wow! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Was? Was? Okay. Hinterhergehen? Nö. Warum sollte ich da hinterhergehen? Ich will noch wissen, was passiert, wenn man... in die andere Tür da geht. Wenn man da runtergefallen wäre. Alter Felix, 35 Leben. Das ist nice. Fuck, jetzt bin ich aus Versehen runtergegangen durch Reflex. What? Okay. So langsam will mir da irgendwas einleuchten. Ah. Nice. Und in welches Loch... welches Loch wirst du jetzt bestrahlen? Das hört sich so falsch an. Okay, wie kommt jetzt Licht hier rein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das werden wir erfahren, wenn ich durch die andere Tür gegangen wäre. Also holen wir das doch schnell mal nach. Und so. Warum setze ich mit dem, der am langsamsten ist, Fletcher ein? Ich habe keine Ahnung. Der überlegt auch noch. Okay, weißt du was? Es ist Zeit mal wieder. Es ist keine Zeit, sowas einzusetzen, weil ich gerade keinen Bock habe, die ganzen Djinns wieder einzusetzen. Bedeutet, wir kloppen einfach so lange rauf, bis irgendwer stirbt. Und dann wird angefangen zu heilen. Jetzt auch noch Cosmo. Es sei denn, wir stehen vorm Bosskampf. Hier war eine Pflanze. Hier müssen wir hin. Wie kommt ihr da denn? Das waren auch außerdem keine zwei Wege, aber ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Nicht einfach hier durchgehen. Ich glaube, jetzt wird wer sterben. Nö. Erhöht seine Verteidigung. Okay. Nütze gegen 4, glaube ich, auch nichts. Level 28 für wen überhaupt? Ich glaube Felix. KP um 7, PP um 3, Attacke um 3, Verteidigung um 1, Geschwindigkeit um 4. Fläschchen erhalten. Ja, das war Level Felix. Ja, das war Felix. So. Nice. Kein Gegner? Kein Gegner. Okay. Wie tanzt du denn falsch? Wie tanzt du denn jetzt? Okay. Nice. Heißt das, wir können jetzt den Drachen die Schlange besiegen? Heißt das das? Ich hoffe doch mal stark. Sehr stark sogar. Weil ansonsten wüsste ich nicht, warum da etwas leuchtet und wir es nicht tun hätten können. You know? So, das heißt jetzt den ganzen langen Weg wieder zurück. Nur um... Ja, okay. Ich sag nichts dazu. Rein gar nichts. Die Beißmaus wird jetzt winkeln. Knapp. Hätte Cosmo sich jetzt nicht ständig mit 5 HP geheilt, dann wäre sie jetzt umgekommen. War schon wieder ihr. Jetzt wird die Beißmaus wen töten. Hoffe ich mal. Ne, es ist nicht mehr die Beißmaus. Dann eben der Feuerwurm. Okay, ich habe nichts gesagt. Beißmaus hält nur was aus. Ach, das Licht geht dann doch dadurch. Ich habe mich schon gefragt, hey, warum gibt es da vier Löcher, wenn... aber das Licht geht von ganz oben dann runter und, you know... Aber jetzt wird die Beißmaus wen killen. Oder? Nee, nur den dritten im Bunde runterkloppen. Meine Güte. Oh, hallo Höllenhund. Du bist keine Gefahr für mich. So. Ach, stimmt ja, diese Plattform.
No, no! Was machst du da? Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Beziehungsweise, wo ging's jetzt? Scheiße. Ach ja, ich kann ja nicht wieder beleben. Fuck. Fuck. Fuck, fuck. Das hätte mir früher einfallen sollen. Oh Gott. Dann tun wir die Gens eben wieder rein kurz. Weil ich die eh wieder rausnehmen muss. Aber auch nur von Felix und Jenna. Weil... Felix? Wobei... So, einmal voll geheilt, einmal saven. Gens drinnen lassen. Gott, jetzt dürfen wir endlich den langen Weg hier wieder laufen. Oh Gott, don't like. Don't like. Really. Don't like. Was mache ich da? Das wollte ich machen. Ich habe mich schon gewundert. Hä, warum habe ich auf einmal so viel Zauber zu aktivieren? Also, Psy-Energie. Aber naja. Unwichtig. Nein. Danke. Danke. Ich mag dieses Schieberätsel nicht, weil es eigentlich nur nervig ist als sonst irgendetwas. Jo, Gegner, kommt nochmal. Ich hoffe, ihr werdet alle verrecken. Ohne mir Leben abzuziehen, aber nein, natürlich nicht. Ich muss Jennas PP und Felix PP noch auffrischen, bevor ich den Kampf starte. Aber ich glaube, den Kampf werde ich sowieso erst im nächsten Part starten, da der letzte schon so lang war. Aber ey, dann haben wir die Schlange besiegt und ich hätte es auch früher sehen können. Und warum kommen jetzt auf einmal so viele Hinterhalte? Mein Gott, das darf ich erstmal gleich wieder heilen, bevor sonst noch was passiert. Und da ich das sowieso machen muss, werde ich auch gerade irgendwie die Gegner nicht besiegen. Level 27 für Aaron. KP um 7, PP um 3, Attacke um 4, Verteidigung um 2, Geschwindigkeit um 4. Ja, runter. Hälfte geschafft. Rechts, nochmal rechts, oben. Boah, wie ich das noch weiß. Rechts. Rechts, habe ich gesagt. Oben! Nice. Okay, Leute. Du kannst wieder Heilaura einsetzen, das ist nice. Aber allerdings haben nicht jeder voll HP, deswegen werde ich nochmal kurz Heilung einsetzen. Und dann habe ich doch nette Items wie... Erstmal... Geben, Cosma, 6 Stück. Wie das hier. Und ich glaube, sie ist wichtiger. Noch eins davon habe ich nicht. Wie viel hat Felix jetzt? 53. Wow, das ist nicht viel. Ganzen Gins noch einmal zum Beschwören rausgeben. Hoffen, dass wir die erste Runde ohne einen Tod überleben. Und ja. Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part gegen die Schlange antreten und können diesmal auch hoffentlich gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.